Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flowers. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, Daily Vlog oder ja, nennen wir es so, wie wir es wollen. Ich habe heute mein Kopftuch komplett anders gebunden. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob es euch gefällt oder nicht. Aber naja, ich habe einen sehr starken Drang nach Eiskaffee. Deswegen habe ich mich fertig gemacht. Und vielleicht kann ich ja mein Outfit so in einem Reel für Instagram abdrehen. Aber hauptsächlich brauche ich einen Eiskaffee. Und wenn wir wieder zu Hause sind, wartet auf euch ein Gina Tricot-Haul mit richtig, richtig schönen Sachen. Ich freue mich extrem, euch diese Teile zu zeigen. Ja, aber erst gehen wir jetzt raus und gönnen uns einen Eiskaffee. Und dann vielleicht gucken wir uns auch neue Bücher, weil ich lese gerade ein Buch, welches nur noch ein Kapitel hat. Und dann bin ich damit auch schon durch. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ich Zeit finde, so Thalia oder Meyerchen abzuklappern, so eine Buchhandlung. Ja. Wir sehen uns gleich draußen. Während ich auf meinen Mann warte, dachte ich mir, baue ich mir hier von den beiden Teilen ein Stativ und drehe ein Outfit of the Day. Hoffen wir mal, dass es klappt. Hier so. Yay, es hat geklappt. Und zwar habe ich einen Maxi-Rock an, ein Shirt in Beige und eine schöne Jacke aus Trendyol. Und meine Shopperbag, mit der ich jetzt gleich Bücher oder andere Sachen kaufen werde, aus Shein. Mein schöner blickdichter Rock ist aus Primark, habe ich noch vor kurzem gekauft und das ist auch noch aktuell. Ich werde euch einfach alles in der Infobox verlinken, aber ich merke, mein Outfit-Check hier so mit den Wolken ist nicht so toll, aber ich glaube, man kann es trotzdem erkennen. Und drückt mir den Daumen, dass Jassen kommt. Weil es so geregnet hat, haben wir uns umentschieden. Eigentlich wollten wir nur kurz zur Stadt, aber jetzt sind wir im Oberhausen-Zentrum, weil es einfach geschlossen ist. Ich habe ein Tiramisu geholt und zum ersten Mal nach langer Zeit habe ich einen Tiramisu gefunden, der ohne Alkohol und allem ist. Der ist wieder ganz langweilig. Kaffeecreme, schwarz, ohne Milch, ohne Zucker, alles. Und mein Eiskaffee, darauf freue ich mich mega. Wir sind hier in Cappuccino and More, direkt im Zentrum drin. Und ja, genießen jetzt. Genieße jetzt mein Tiramisu und da sind noch andere Torten, die sind wohl alle ohne Gelatine und ohne Alkohol. Einfach perfekt. Kleine Empfehlung, Leute, schmeckt extrem lecker. Empfehle ich euch, kommt definitiv, falls ihr Tiramisu gerne isst. Also ich habe mich hierfür entschieden, der Sommer, als ich schön wurde, wegen dem hier, weil die Serie jetzt online ist. Ich wollte unbedingt ein Buch, welches verfilmt wurde und darauf habe ich jetzt richtig Lust. Mal gucken, an sich finde ich es irgendwie komisch und dann, das hier ist das Teil 2. Aber naja, ich nehme erstmal das hier mit und ich glaube, das ist nicht Teil 2. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden. Jetzt wieder zu Hause angekommen und direkt zu dem Gina Tricot Haul. Ich wollte aber zu dem Buch noch ganz kurz was sagen. Ich habe es anfangs nicht gefunden. Dann habe ich einen Mitarbeiter gefragt und der hat mich zu der Teenager, also Teenie-Abteilung geführt. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das was für mich ist oder nicht. Aber ich wollte es unbedingt mal testen, wie gesagt, weil ich es liebe, zu einem Buch einen Film zu schauen. Ich habe, glaube ich, schon alle gesehen, die man so sehen kann. Okay, jetzt nicht alle. Aber schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das schon gelesen habt. Falls ja, ob das euch gefällt. Und ob ihr vielleicht andere Bücher habt, die verfilmt wurden und die ihr gut fand. Zum Beispiel habe ich Gone Girl oder The Girl on the Train super gerne gelesen. Aber dessen Filme hatte mir damals dann nicht gefallen. Aber ich glaube, das ist eh so ein Phänomen, was typisch ist. Man liest es lieber, als dass man es schaut. Das war auch damals in der Abi-Zeit so, da haben wir, vielleicht kennt das ja einer, wie hieß das denn? Die Lektüre hieß, glaube ich, Besuch der alten Dame, genau. Das habe ich super gerne gelesen und da hatte ich irgendwie super Mitleid mit dem Lehrer. Nur die das gelesen haben, wissen, wer das ist. Und dann waren wir mit der Klasse bei Bagheera, komm schon. Okay, dann waren wir, der wir gerade Liebe haben, dann machen wir das mal so. Okay, dann waren wir beim Theater von Besuch der alten Dame und da war der Lehrer wie könnte ich es denn nett formulieren? Also ein Darsteller der Bagheera,
Annem, bir iki dakika dur, sabret ya. Birazdan seveceğim seni, söz. Da war der Darsteller, vom, also der Lehrer, der Darsteller war so unattraktiv, so irgendwie hat seine Rolle so, so schlecht gespielt und der hatte so richtig negative Vibes verspürt. Und dann hatte ich am Ende nicht wie beim Buch Mitleid mit dem Lehrer, sondern dachte ich mir so, stirb. Wisst ihr? Deswegen, aber naja, so viel zum Thema verfilmte Bücher. Aber jetzt kommen wir zu meinem Rabattcode. Wenn Bagheera erlaubt. Bagheera. Heute bisher ist wir an. Okay, die bekommen gerade Essen. Jassen. Dankeschön. Mit meinem Code könnt ihr auf alles, bis auf Sale, aber sonst auf alles 20% sparen. Und auch auf die Teile, die ich euch jetzt zeige. Als erstes zu einem Maxi-Kleid, aber ärmellos. Leute, schaut mal, da sind die mit dabei. Ich habe schon direkt zu Hause ein paar Kombis zusammengestellt und mir das angeschaut. Und ich weiß jetzt schon, den werde ich sehr oft tragen, weil das einfach erstmal beige ist und ein Maxi-Rock. Also man kann es teilweise als nur Maxi-Rock benutzen. Man könnte das sogar so nach unten schieben, sodass das so einfach ein Bund von dem Maxi-Rock ist. Oder man kann es so schön hochziehen, fand ich auch sehr schön, dass man darüber einen Blazer, eine Bluse kombinieren kann. Ich habe wirklich sehr viele Kombinationen mit dem im Kopf und werde das sehr oft tragen. Da habe ich die Größe M. Am meisten gefällt mir die Farbe und die Länge. Top, wirklich top. Und ich liebe, wie gesagt, Maxi-Röcke gerade. Wenn es warm wird, kann man sowas sehr gut kombinieren. Direkt mit dem hier. Perfekte Kombi. Den hatten die auch in zwei weiteren Farben, in weiß und schwarz, glaube ich. Die werdet ihr dementsprechend beim nächsten Mal sehen, weil das so cool ist, brauche ich das. Eine Tasche, die ich schon im Kleinen besitze, wollte ich unbedingt auch in Groß haben. Ich finde einfach diese Farbe sehr schön. Das ist weder beige noch taub, so ein Ton dazwischen. Und ja, weil ich das in Kleinen so oft getragen habe und sehr gut kombinieren konnte mit meinen ganzen Fashion-Teilen, irgendwie super kombinierbar. Deswegen habe ich das jetzt in der großen Größe mitgenommen. Da passt super viel, Leute. Und den kann man Crossbody tragen, finde ich auch sehr schön. Einfach so, voila. Ich habe mich mal getraut und mal was anderes mitgenommen. Das, was ich normalerweise so nie trage. Aber ich dachte mir, vielleicht kann ich das ja so kombinieren, sodass das doch noch zu meinem Stil passt. Es ist nämlich komplett figurbetont. Komplett figurbetont, aber vom Stoff her so angenehm. So krass angenehm. So ein Stretch-Anteil. Und vom Kragen super schön geschlossen. Also das ist diese wirklich komplett langen Maxi-Kleider. Ihr könnt es erkennen, wie krass figurbetont das am Ende sein wird. Kann man, glaube ich, sehr gut erkennen. Aber ohne eine Öffnung am Ende, nur hier ein Schlitz an den Ärmeln. Das sieht sehr süß aus. Schaut mal, hier jeweils in so einem dunkel-schwarz-grau-Ton. Den hatten die in beige, in schwarz und in einer anderen Farbe. Ich habe mich jetzt für grau-schwarz entschieden. Mir fehlt gerade der Begriff dafür nicht ein. Alexa, wie nennt man die Farbe, die grau-schwarz ist? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansatznutzer. Also ich würde das einfach entweder mit einem Cardigan kombinieren oder Hoodies oder sogar mit Westen kombinieren, sodass ich das so abkaschiere, das was mich stört, weil das vom Stoff her mir sehr gefallen hat. Und ich fand es irgendwie anders schön, ich bin ehrlich zu euch. Ich wollte einfach mal was Neues testen. Falls ihr mit Slim oder diese Slim Fit, wie nennt man diese Kleider? Also super krasse, figurbetonte Kleider gerne habt, dessen Stoffe blickdicht sind und sehr, finde ich, sehr schmeichelhaft ausschauen, da könnt ihr mal reinschauen, auch in anderen Farben erhältlich. Leider habe ich noch ein Maxi-Kleid, leider, weil ich die falsche Größe bestellt habe. Ich weiß gar nicht, was mich dazu getrieben hat, aber ich habe wirklich die größte Größe bestellt und das sieht man, oder? Das ist die Größe XL. Ich habe auch direkt das anprobiert und versucht, mit einem Gürtel zu kaschieren. Funktioniert nicht, dafür müsste ich schon 10 Kilo zunehmen. Aber das ist so krass vom Material. Ihr wisst, ihr kennt das ja, ich liebe alle Produkte von Gina Tricot, weil ich die super lange tragen kann, dessen Material wirklich sehr langlebig ist. Und das ist auch wieder so ein Maxi-Kleid, also Maxi-Rock. Super schön, Leute. Das Einzige, was mich gestört hatte, ist, dass da hier eine Öffnung hat, aber nicht so geöffnet, wisst ihr? So, dass man den super leicht zusammennehmen könnte.
Farbe, Schnitt, Taschen, dann extra Bereich für den Gürtel. Also den wünsche ich mir definitiv in meiner Eigengröße M. Zu den letzten beiden Teilen. Einfach super schlicht, super einfach, dennoch was Tolles. Ein Sommerkleid, weil das so hauchdünn ist und blickdicht ist. Zeige ich euch mal hier getragen. Sieht, finde ich, sehr schön aus. Und bei mir ist es Maxi. Ich habe das gleiche nochmal bestellt für meine Freundin. Sie hat das selbe und bei ihr sieht es ganz anders aus als bei mir. Also ihr steht es auch sehr. Und ja, ich meiner Meinung nach, weil das so Maxi ist, bei mir ist das komplett lang, Leute, ist das für mich so ein Alltagsretter sozusagen. Wie gesagt, wenn ich nicht weiß, was ich kombinieren möchte, den habe ich in der Größe M mitgenommen. Sowas hatte ich schon beim letzten Mal mitgenommen und weil das mir so gefallen hat, habe ich eine andere Farbe mitgenommen. Der hier ist von den Ärmeln ganz anders, dehnbarer bunt und hat was irgendwie Verspieltes, Boho. Leute, man sieht ja hier gar nichts. Hier ein bisschen genauso. So ein bisschen verspielt, Boho. Es ist bis zu den Knien, genau zu den Knien. Und irgendwie hat der hier so ein Schulterpolster. Mal was anderes. Also ich glaube, so ein schwarz-weiß Tunikkleid habe ich nicht. Und ich fand das so wegen dem und wegen dem hier so ein bisschen bohohaft. Falls ihr die Teile getragen sehen wollt, folgt mir auf Instagram. Ich werde euch alle diese Woche getragen zeigen und direkt auch kombiniert, weil ich jeden Tag eins davon anziehen werde. Ich freue mich schon. Und das war's wieder. Das waren die ganzen Teile, die ich ausgesucht habe. Und falls euch was gefallen hat von den Teilen, vergesst nicht, meine 20% anzuwenden oder einfach mal in der Online-Seite zu stöbern. Ich hoffe, mein Mini-Daily-Vlog hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, also Donnerstag, deine Hijab-Loss. Thank you.